bekannt war, war ja auch schon bei Black Ops 2 mit dabei. Ich weiß es nicht. Ja, ist in Ordnung. Ich muss mich nur noch verstecken jetzt. Verstecken! Das neue Capcom-Spiel, was? Ey, nix! Das sind immer noch schwere Panzer. Alles weg, kein Ding! Schütze mich! Die haben die Heli-Geschütze erwischt! Ich kann dich doch mal angreifen! Komm, sie, mein Freund! Was denn? Die ganzen Kollegen sind hier am Verrecken! Chillt sich einfach mal nach da oben, ey, weißt? Sie sind schwach! Wir müssen sie erledigen! Make it real! Einfach mal schön die Menge reinknallen, ey. Aber was die Regierung sowas überhaupt erlaubt hat hier, dass man so eine Mengenquatscherei hier hat. Ich meine. Wir jagen Schwarze. Unser Weg zum Sieg hat begonnen. Tod der Imperler! Tja. Gleich kommt ein Löwe. Mein Freund am Himmel! Haben Sie heute viele getötet? Ja! Das haben wir alle! Wurscht, wurscht! Die Imperler ist noch nicht besiegt! Eine gefährliche Rettungsaktion, meine Freunde! Er wird festgehalten von einem Waffenhändler aus Nicaragua! Ein sehr gefährlicher Mann! Ist das nicht... Etwa 2 Meilen nördlich! Er ist auf einem Transportkran auf dem Fluss Kubango! Er könnte schon tot sein! Los geht's, Hudson. Nice! Der war aber bei Battlefield 3 eigentlich mit unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Naja, also, gleich am Anfang so eine Massenschlägerei. Gut, es haut gleich die Action ein bisschen nach oben. Ich verschwand in Vietnam. Mein Vater dachte, ich wäre tot. Ganze Scheiß, den Kravchenko ihm angetan hat. Die Zahl, Resnov steckt in seinem Kopf. Er hatte keine Ahnung, was real war. Wie genau. Kravchenko, den elenden Bastard aufzuschlitzen, hat uns alle gerettet. Er wacht zuerst auf. Boom. Willkommen im Hanoi-Hilton. Ein halbes Jahr später schafften sie mich nach Da Nang. Gegen den Scheißort war das Hilton echt gut. Meine Gruppe hat 17 verloren. Und 72 war nur noch ich übrig. Ich wollte nicht in einem scheiß Sumpf sterben. Verstehe ich nicht. Also gleich mal, auch beim ersten Mal schon so eine sehr komplizierte Geschichte. Ich wehre mich jetzt im Konvoi! Hier, irgendwie wieder unten Bullshit spielen. Der Kahn passt zu Savimbis Infos. Gut sollte da drauf sein. Bring uns Lexus! Nein, wenn wir nicht. Das ist Konfetti. Scheiße! Wir stürzen ab! Au! Wir sind jetzt einfach werfen müssen. Das ist ein Kollege von mir. Ach, das ist ein Kollege von mir. Deswegen hat das Wissen nicht geworfen. Interaktion ist ja nice. So, der Müll. Hallo? Ich drück Messer und was macht der? Das ist nicht logisch. Nein, nein, nein. Wie viel hat denn dieses einzelne dumme Schiff hier, ey?
Ey, das Ding kann so unendlich viele Scheißviecher hier haben. Das Deck ist sicher. Scheiße, wir haben Kanonenboot am Arsch. Ohne Kampf lassen wir uns nicht gehen. Und... Sie können nicht sein. Sie dürfen nicht mehr durchkommen. Auf jeder Seite des Kreises der Gäste. Ja, whatever. Hey, nix. Ja, das ist schon wieder... Alter, wie unnötig ist das eigentlich schon wieder? Hier? Kann ich eigentlich rüber? Nein, kann ich nicht. Das ist einfach unser, das ist einfach mir. Aua! Das Schiff kriege ich eh nicht mehr. Was ist da was? Zu rammeln? Komm schon, komm, komm ein bisschen, komm ein bisschen, super. Ja. Was ist das eigentlich für ein blöder Fluss hier? Verdammt, sie hinter uns! Feinde aus dem unteren Deck! Whatever. Kugelsichere Weste. Ja, was denn? Piss dich doch mal. Ey, auf sowas für euch habe ich echt keinen Bock, Leute. Geh ich jetzt wohl da hoch? Böschchen. So. Okay, Mish, wir sind sicher. Hi schon. Hilf mir mal, Mish. Was denn? Wo ist denn? Da. Bist du hier drin? Die Leichen sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Woods? Frank? Frank! Ich bin's. Mason. Was haben die mit ihm gemacht, Hutz? Soll ich denn bitte schon abballern? Wenn das Ding nicht nahe noch an mir dran ist. Ach, super. Okay, jetzt. Ich muss mich mal weiter nach vorne bewegen, Leute. Sorry. Da bin ich wieder. So. Das Ding ist Schrott. Oder? Ja, ist Schrott. Ja. Na klar. Und jetzt opert sich wieder von zu. Was geht unter Mason?
Ich hole ihn. Wo ist er denn? Da ist er ja. Komm her, Kollege. Ich hasse schon, Kollege. Sieht super aus. Hier, das ist doch jetzt gerade so Bioshock-mäßig Style, wa? Ach komm, stell dich nicht so an. Ich muss jetzt zwei Männer hochheben. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Wir müssen los. Das Traurige ist, dass es sowas wirklich gibt, ey. Das